Werders U15 außer Rand und Band in Feierlaune. Zu Recht, wieder einmal, zum 9. Mal in Folge, schaffte es der Werder Nachwuchs zum norddeutschen Meistertitel. Eine Anschauungsprobe sehen wir nun, und zwar gegen die Jungs aus der Schwesternstadt am Meer. Samstagvormittag, Werders erste C-Jugend. Die U15 trifft im Heimspiel auf den OSC Bremerhaven. Die Rollen sind klar verteilt. Werder jagt seinen 9. Meistertitel in Folge. Bremerhaven versucht nicht abzusteigen. Doch erst einmal sollte es anders kommen als gedacht. Die Gäste gehen überraschend in Führung. 1:0 aus Bremerhavener Sicht. Die berühmte kalte Dusche mit ihren bekannten Nebenwirkungen, nämlich dem Wacheffekt. Werders jüngste Mannschaft im Nachwuchsleistungszentrum wachte nun auf. Leonelda erzielte eine Minute später, in der 14., diesen schönen Treffer zum 1:1 Ausgleich. Nun wollte Werders U15 mehr. Hier ein technisch schönes Zusammenspiel. Otis Brostedt mit Kopf und Fuß zum 2:1 Führungstreffer in der 18. Minute. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein kämpferisches Auftreten der Werderaner, gepaart mit konsequentem Abwehrverhalten der OSC-Jungs. Hier schön durchgesetzt vom linken Flügelflitzer. Otis Brostedt knapp dran. Dann ein Foul des Bremerhaveners Toni Hennen an Marcel Hilschner. Der gelegte Mannschaftskapitän tritt selbst an und versenkt den Ball direkt im Kasten des Torhüters Wiedenroth. 3:1 nach dem gelungenen Freistoß. Solch ein Treffer gibt natürlich Selbstvertrauen. Dann gelingt auch solche eine kaltschnäuzige Aktion. Der zu weit vorgelegte Ball, einfach draufgesammelt und getroffen. Marcel Hilschner mit 2 Treffern in 2 Minuten, der 51. und 52. Spielminute. 4:1. 55. Minute. Sie ahnen, was kommt? Jawohl, das 5:1 nach einem Freistoß von Marc Lukowitz. Leon Lingerski staubt ab zum 5:1. 5:1 und Werders Youngster reicht es immer noch nicht. Nun ein schönes Beispiel für den Sinn der Trainingseinheit. 5:1. Der eingewechselte Tobias Heuer erobert sich mit Terrier-Qualitäten das Leder zurück und gibt die Vorlage für Lukas Schwieters zum 6:1 Endstand. So sollte es dann auch bleiben. Mit 6:1 Toren gewinnt Werders U15 gegen die C-Jugend des OSC Bremerhaven. Wir hören die Meinung zum Spiel. Ja, ich denke, es war verdient. Wir haben am Anfang ein bisschen gepennt mit dem Gegentor. Aber wir sind dann gut zurückgekommen, gleich mit den Anschlusstreffern und haben das Spiel dann richtig gut umgedreht. Ihr seid auf Meisterschaftskurs in eurer Liga. Was zeichnet euch aus in diesem Jahr? Ja, ich denke, dass wir fußballerisch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben im Laufe der Saison. Und ja, wir sind eine Mannschaft, das sieht man, als Truppe treten wir auf den Platz. Und ich denke, das hilft uns auch sehr weiter. Die Mannschaft zeichnet aus, dass sie jetzt so seit einem halben Jahr wirklich zusammengewachsen ist. Und wir legen ja hier in der C-Jugend immer großen Wert darauf, auf mannschaftliche Geschlossenheit. Und ja, das hat sie sich gekämpft. Wir sind sicherlich nicht die besten Einzelspieler in der Liga, aber als Mannschaft, wenn wir funktionieren, ist es schwer, uns zu schlagen. So war es am Schluss auch. 2 Spieltage vor Saisonende führt Werders U15 die Tabelle der Regionalliga Nord mit 7 Punkten uneinholbar an. 10 Meistertitel in den letzten 11 Jahren, 9-mal in Folge. Werder Bremens U15 ist wiederholt norddeutscher Meister. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist.